Okay, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Watch Dogs auf SteelGimme. Ach man. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Ich weiß immer nicht, wie diese Art, wie dieses Phantom oder dieser Maskentyp oder Mensch da überhaupt spricht. Er kommt mir irgendwie immer mehr und mehr so vor, als wäre das eine Frau. Keine Ahnung. Naja. So, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Wir wurden ja gerade so eiskalt unterbrochen. Hast du die vielen Stromausfälle in letzter Zeit bemerkt? Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen das heute auf jeden Fall nochmal. Oder haben wir noch irgendwas X sind jetzt wichtig? Ja, guck mal. Na komm. Hey, meine Güte. Was denn? Ich bin nur vorbei. Ich brauche einen Kaffee. Ein bisschen Kleingeld. Okay. Im Ernst? Jupp, im Ernst. Okay. Hier muss es sein. Muss ihn nur noch finden. Sie kümmern dich um deinen eigenen Kram. Ach Mann. Schade. Reichen Sie Personen in Ihrem Fahrzeug oder hacken Sie Ihre Daten? So eine Sache. Machst du erstmal jetzt hier so, weißt du, ganzen Sachen nebenbei? Oder machst du erstmal die Hauptstory weiter? Es gibt so viel Zeug, was du machen kannst, eigentlich. Ja komm, machen wir eben den Auftrag da. Und danach machen wir die Kampagne weiter. Raus, sofort! Der klaut meinen Wagen! Oh-oh. Schau mal. Haben wir noch ein Verbrechen da hinten? Los, weiter, weiter, weiter. Okay. Fahrers einer mobilen Eisdiele verurteilt wegen Ladendiebstahl. Okay. Schauen wir mal, was er da macht. Du hast es den Cops erzählt, richtig? Großer Fehler, Arschloch! Hau ab! Sofort! Da, 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 da. Na komm.
Komm zu Papa. Komm schon, Mann. Haha. Fünfter. Hohoho. Was wäre noch? Skillpunkt. Ich habe schon 5 Stück, aber ich kann momentan nichts machen. Auch nicht schlecht. Hupala. Mobile Herausforderung. Nee. Gerade nicht. Raus hier. Ganz ruhig. Okay, okay. Habe ich davon meine Karre abgestellt? Ich kam von da, ne? Egal. Neues Fahrzeug verfügbar, ein Rotor. Gott, was ist das denn? Ich verschwinde, mein Lieber. Immer mit Flügeln oder was? Wäre irgendwie mal, wär auch mal nützlich. Hm. Und zum Glück war es nur die Bank. Hoppala. Alter, das Ding. Bricht das Ding an. Oh, stopp. Raus! Ach, wo ich ja komme, woher habe ich momentan keine Lust, aber das machen wir später. Na gut. Sieht aus, als müsste ich einen Dieb aufspüren, die Daten zurückholen und ihn dann eliminieren. So sieht das aus. Damit habe ich kein so langsames Auto oder so. Jetzt mit Bremsen die vorher, bevor die abbiegen. Oh, wir zählen. Komm, komm, da, 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 da. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir den berühren, keine Ahnung. Bleib mit dran, wir brauchen jeden Mann! Jetzt kommen ja noch die Kompanieros, oder was? Ich schneid ihm den Weg ab!
Badadada. Hau los ab. Ich stoße ihn von der Straße. Ach Leute, die verfolgen mich immer noch. Okay. Komm schon. Der Penner ist uns entwischt. Verziehen wir uns. Da. Ich habe wieder das Gefühl, dass die Kamera nicht mal lange macht. Die sieht ziemlich fertig aus, die Karre. Was? So, wir nehmen das Geld noch ab. Ja, wenn es so einfach ginge. Entschuldigung. Wo ist ein Verbrechen? 300 und ein paar zerquetschte Meter? Na komm. Oh, die Steuerung fürs Moped ist aber auch schon Halleluja. Ups, hopp. Vorsicht! Das super, genau das hat die Stadt noch gebraucht. Dafür das? Geh weiter! Ach komm schon! Ist das dein Ernst? Ist doch dumm. Was hat der denn? Ja, ich hab ne Chopper. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Wartet mal einen kleinen Moment. Wollte nur kurz das Fenster bei mir zu machen, weil draußen ein paar Kettensägen rumsägen sind. Es war tierisch warm bei mir gerade, aber was will man machen? Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Bad Boy, 17? Clara. Ha! Clara. Ich wusste es.
wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Ha, okay. Skillpunkte erhalten. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Aha, dazu war nur diese eine kleine Mission notwendig. Okay, was haben wir da im Kampf zum Beispiel? Warte mal, gucken wir erstmal im Fahren. Präzisionsfahrer, verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Verbessert das Fahrverhalten abseits der Straße. Ha, was haben wir hier im Hecken? Fügt ein extra Energiefeld zu und hier... Markiert automatisch Zivilisten die Lohne. Heck, okay. Aha. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung in ihre Headsets zu verwirren. Okay. Dampfleitung. Halten Dampfleitung unter der Straße zu überlassen und zu sprengen, okay. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Sie können den Helikopter für 15 Sekunden ausschalten. Okay. Nagelsperre. X halt, um Nagelsperre zu heben, senken. Ich glaube, das kann auch ganz nützlich sein bei Polizisten. Schauen wir mal weiter, was ist hier oben im Kampf. Erhöht die Tragekapazität für Sprengstoffe. Brauche ich gerade nicht. Reduziert durch Kugeln erlittenen Schaden. Das kann man mal machen. Haben wir hier noch? Verlängert die Dauer für Fokus. Das habe ich schon noch gar nicht benutzt, ne? Da mache ich mal rein, damit versuche ich mal ein bisschen mehr zu benutzen jetzt. Was haben wir hier? Verdunkeln Sie Stadt und sorgen Sie für Chaos. Helfen Sie all die jammernden Bürger. Okay, alles klar. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm?
Okay, ich wollte mal eben noch mal kurz gucken. Wo dieser Fokus jetzt nochmal genau war, das habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Nein, da Fokus, den rechten reindrücken. Okay. Durch die unterirdische Ladezone. Es ist Zeit, dass der Vorhang hochgeht. So, gehen wir mal hier hin. Hier haben wir eine Kamera. Okay, den kann man so ablenken. Tierliebhaber. Schauen wir einfach mal. Ich habe echt Besseres zu tun. Das ist natürlich jetzt scheiße. Komm, dreh dich um. Na, komm. Schauen wir mal. Ich glaube, den könnte man so mal eben wegsnacken. Die anderen müssen nur ein bisschen weggehen. Ich habe nämlich nicht vor, jetzt da irgendwie, so wenn ich den ausschalte, jetzt da irgendwie Aufsehen zu erregen. Na komm, geh weg. Los. Mal schauen, kann ich irgendwie noch... Also meine nur mit dem Schalter zum Öffnen oder Schließen hacken, okay. Was soll das hier? Schauen wir mal. Okay. So, schauen wir mal. Gehen wir nochmal zur Kamera. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Haben wir irgendwas Besonderes? Nee.
Wo ist der andere? Okay. Schon mal erklärt. Teilweise komisches Zeug. Lokalisieren Sie den CTOS-Kasten. Okay, da geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang. Ah, super. War es schon, oder was? Okay, meine lieben Freunde. Und das, was hinter dieser Tür ist, das sehen wir erst leider morgen in der nächsten Folge. Jetzt wird es wieder heiß. Let's Play Watch Dogs mit mir in Striker. Tschüss.